Also erstmal harte Politik, Herr Haseloff. Über 5 Stunden haben Sie neulich gestritten, gestern. Unterschiedliche Darstellungen gibt es da. Frau Merkel sagte, es gab durchaus ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen. Herr Müller aus Berlin sagte, wir wollen das für die kommende Woche besser vorbereiten. Und Herr Söder sagte, das hätte man ein bisschen eleganter machen können im Vorfeld. Was sagen Sie? Na gut, jeder der genannten Zitate hat irgendetwas für sich. Es war eine Routineveranstaltung. Es ist ja nicht zum ersten Mal, dass wir auch als Schalte so zusammenkommen und versuchen, uns zu einigen auf eine gemeinsame Strategie. Das war doch keine Routineveranstaltung. Das war eine Routineveranstaltung dahingehend, dass wir seit Monaten mit Corona zu tun haben und immer wieder auch Wege finden, um da Lösungen zu entwickeln. Aber inhaltlich auch Routine oder routinierter Krawall? Was war das? Ja, inhaltlich. Wir haben uns ja letztendlich für einen Lockdown-Night entschieden vor 14 Tagen und haben gesagt, nach 14 Tagen schauen wir mal, wo wir angekommen sind, ja, um dann auch uns geistig und auch von den technischen Dingen ja so vorzubereiten, dass wir sagen können, was nach den 4 Wochen in Deutschland passieren soll. Können Sie sich erinnern? Das Ganze ist natürlich abhängig auch von der Zahlentwicklung. Ja. Und die ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich verlaufen und in Teilen auch sehr, sehr auch anders verlaufen, als man sich vielleicht am Anfang gewünscht hat. Ja, was hat Sie am meisten genervt, Herr Haseloff? Wir können offen reden. Ja. Mich hat eigentlich nur eins genervt, dass ich das Papier des Bundeskanzleramtes zu spät gekommen ist. Da lag ich schon im Bett und habe geschlafen. Das kam kurz vor Mitternacht. Ich hab's also Sonntagnacht kam dieses Papier. Ja, genau. Und eigentlich kommt es ein bisschen früher, sodass man noch mal drauf schauen kann. Und muss man mal sagen, ne? Das war, ja, so, war das sozusagen das Papier, auf dessen Basis dann alles diskutiert werden sollte, Frau Rosenfeld. Ja, wie läuft sowas? Also das Kanzleramt erarbeitet eine Beschlussvorlage. Also ja? Normalerweise ist es bei der Ministerpräsidentenkonferenz eigentlich genau andersrum. Regel war früher vor Corona, die Ministerpräsidenten erarbeiten eine Vorlage, die ans Kanzleramt geht. In Corona hat sich das irgendwie umgedreht und das Kanzleramt hat eine Beschlussvorlage für dieses Treffen erarbeitet. Und die Prämisse dieses Treffens war ja, wie Sie gesagt haben, wir ziehen einmal Zwischenbilanz. Und es war im Vorfeld, so hat sich auch ein Ministerpräsident und eine Ministerpräsidentin nach der anderen im Vorfeld geäußert, es wird dort nichts beschlossen werden, weder Lockerungen, das wurde ja auch, diese, ja, Debatte gab es ja auch plötzlich, diese Lockerungsdebatte, noch Verschärfung. Und dann kommt eben dieses kurz Papier vor Mitternacht dieses Papier, ja, wo eine ganze Reihe aufgelistet worden ist. Beobachte die ganze Zeit das Gesicht von Herrn Haseloff, während Sie das beschreiben, dass dieses Gesicht jeden Ministerpräsidenten überrascht haben. Also im CDU-Präsidium muss es morgens schon heiß hergegangen sein. Armin Laschet hat gesagt, er verlange mal eine Erklärung, wie und warum. Ja, so heiß war es nicht, aber wir haben darüber diskutiert. Ja, ja, für CDU-Verhältnisse heiß, oder? Ach, naja, da können Sie ganz andere Diskussionen nicht. Herr Haseloff, war es schon mal so giftig auf so einer Sitzung? Ja, man muss mal Folgendes sehen. War es schon mal so giftig? Es war schon giftiger. Nein. Doch, ja? Eindeutig. Wann war es giftiger? Wir haben uns schon mal ganz hart auch zu vielen fachlichen Dingen auseinandergesetzt. Worum ging es da? Das kann ich jetzt gar nicht mehr sagen. Aber ist das unter den Top 3, was da jetzt passiert ist? Es ging auch zum Beispiel darum, inwieweit wir sozusagen mit Ordnungsmaßnahmen, mit Sanktionen versuchen, okay, die Bevölkerung dazu zu bringen, bestimmte, ja, Vorgaben einzuhalten. Und da gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Ach, da Ihre Maskengeschichte. Ja, zum Beispiel die Münden. Als Frau Merkel Sie gefragt hat, Rainer, du bist doch noch der deutschen Sprache mächtig. In dem Zusammenhang war das damals so, genau. Und es ging auch darum, dass wir letztendlich auch unterschiedliche Vorstellungen haben, was kann man von München Bürger erwarten oder nicht. Ja. Und da gibt es durchaus ja kulturelle und regionale Unterschiede. Ja. Auf der anderen Seite muss man Folgendes sagen, es handelt sich hier um die Exekutierung eines Bundesgesetzes. Das heißt, das Infektionsschutzgesetz, ja, ist ein Bundesgesetz und der Bundestag ist hat die Pandemie festgestellt. Und deswegen ist klar, dass bei der Exekutierung dieses Gesetzes der Bund das Prä hat, wenn es darum geht, schon klar, Vorschläge zu machen. Aber wir hatten vereinbart, dass wir das gemeinsam machen wollten und dieses Papier kam sehr spät. Genau, und deswegen eine gewisse Konfrontation, die da entstanden ist. Herr Haber, Sie haben eben gerade so schön gesagt, Sie waren schon im Bett. Ja, ist richtig. Sind Sie aus dem Bett gekippt, als Sie das gesehen? Um 11:45 schlafe ich im Üblichen, weil ich ja relativ früh aufstehe, bin ja das Land der Frühaufsteher. Und demzufolge, als ich um 6 dann die Nachrichten angemacht habe, wurde aus dem Papier zitiert. Und da habe ich gesagt, so war es nicht vereinbart und so wird es auch nicht kommen. Warum meinen Sie, ist das so passiert? Zufall? Ja, es ist die Sorge der Kanzlerin und des Kanzleramtes, dass bestimmte Dinge, siehe die Österreich zum Beispiel mit dem Shutdown, nicht mehr einfangbar sind. Wenn wir nicht aber dieser Vorgang, nur dieser Vorgang, ja, also über das Medizinische reden wir gleich und das Epidemiologische, aber dieser Vorgang, das ist doch ein harter Affront. Ja, Sie liegen schon im Bett, weil Sachsen-Anhalt das Land der Frühaufsteher ist. Ich muss ja auch etwas eher einschlafen, das ist richtig. Ja.
Und dann kommt dieses Ding und wird gleichzeitig auch an die Presse durchgesteckt. Also Frau Rosenfeld wusste das im Zweifel sogar noch vorher. Das ist der Grund, warum es zu spät kommt. Weil wir es nicht in der Zeitung schon lesen wollen und eigentlich dann auch relativ frei auch darüber diskutieren wollen. Aber heutzutage kommt die Zeitung halt immer. Und im Prinzip könnte man zu diesen ganzen Veranstaltungen die Medien zuschalten. Das würde vielleicht auch einiges disziplinieren. Sie sind ja fast zugeschaltet. Sie sind also, ja faktisch zugeschaltet. Wer twittert am meisten aus diesen Runden? Kann ich nicht sagen. Ich habe beim letzten Mal nur mich eingeführt, indem ich gesagt habe, bitte alle meine Zitate mit meinem Regierungssprecher, Telefonnummer sowieso entsprechend abstimmen. Wirklich? Ist es schon so schlimm? Authentisch. Ja, so ist es. Und das ist eine politische Kultur, die nicht gut ist und die auch Meinungsbildung nicht mehr im politischen Raum vernünftig gestalten muss. Okay, Sie hätten hier jetzt, das ist Ihre Kamera, die einmalige Chance zu fordern, Handys in Zukunft einfach draußen zu lassen. Die Forderung gab es ja tatsächlich. Ja. Die Idee gab es ja, dass die Handys vor so einer Sitzung abgegeben werden müssen, damit keiner durchstecken kann. Die Frage ist nur, von wem kam die denn? Wir sind natürlich auch nicht im Kindergarten. Man muss erwarten, dass sozusagen auf unserer politischen Ebene eine Diskretionszone da ist, die man auch respektiert, damit auch diese existenziellen Entscheidungen vernünftig auch vorbereitet werden können. Und ich denke mal, aus der gestrigen Veranstaltung haben wir alle gelernt, dass wir anders organisieren und miteinander umgehen müssen. Beim nächsten Mal wird es, wie gesagt, einen Vorschlagsentwurf von uns geben, den wir versuchen dann auch mit dem Bundeskanzleramt dann zu einigen. Dann wird am 25. eine erneute Runde mit Beschlussfassungen auch stattfinden. Und das ist auch gut so, denn da müssen wir entscheiden. Die 4 Wochen sind dann faktisch um. Wir müssen auf den Verordnungswegen entsprechend in den Ländern einiges regeln, weil es ausläuft und weil es ja in irgendeiner Weise eine Botschaft geben muss, wie es weitergeht. Kommunikation ist in diesem ganzen Thema ein ganz wichtiges Feld. Wieso lässt man diese Handys nicht einfach draußen? Wer sitzt denn da ständig und informiert sozusagen zeitgleich, parallel die Presse? Das fällt wirklich auf, dass alles, was da gesprochen wird, egal was die Kanzlerin sagt, steht wenig später irgendwo online nachzulesen. Das ist richtig. Auf der anderen Seite ist es so, wir als Kollegen sehen uns ja auf den Bildschirmen. Das heißt, wir sind es definitiv nicht. Es ist möglicherweise aus dem Apparat jemand. Ich weiß nicht, welche technischen Lücken noch da sind. Letztendlich wäre es auch egal, wenn wir kulturvoll miteinander umgehen. Man kann das auch live schalten, wenn man das will. Aber das tun Sie halt nicht. Das tun Sie halt nicht. Ja, nein, kulturvoll heißt, dass im Prinzip entweder eine Diskretionszone eingehalten wird oder dass wir letztendlich auch mal in der Sache hart streiten können. Und wenn wir das zu diesem Thema nicht mehr machen können, dann sage ich eins, dann werden wir nicht optimale Lösungen finden. Und ich glaube, dass wir uns ja gestern nicht, wir sind ja alle gute Kollegen untereinander, dass wir uns nicht von Mensch zu Mensch in einer Weise dort gebalgt haben. Ganz im Gegenteil. Sondern es geht darum, dass wir in den fachlichen Dingen mit sehr unterschiedlichen Situationen vor Ort entsprechend auch unterschiedliche Wege gehen müssen, die wir austauschen müssen. Haben Sie schon mal eine SMS aus einer solchen Sitzung rausgeschickt? Nein. Ich habe lediglich mal zum Beispiel meine Stellvertreterin von der SPD angerufen und auch meine grüne Stellvertreterin als Ministerpräsidentin, die entsprechend dort mit mir darüber diskutiert hat, wenn es Entscheidungen gibt, tragen wir das einer Koalition mit? Denn ich muss ja sehen, dass meine Koalition insgesamt hinter den Entscheidungen steht, die wir dann umzusetzen haben. Wir fragen uns und rätseln hier seit Wochen, seit Monaten eigentlich, wie das eigentlich läuft, wer das eigentlich wirklich ist. Wir haben heute hier die einmalige Situation. Sie kommen aus einer Runde, aus der SMS geschickt werden und da sitzt jemand, der Sie kriegt. Wer schickt Sie ihn? Quellenschutz. Natürlich. Ja, ist okay. Aber Sie kriegen diese SMS. Ja. Ich sage nichts dazu. Und ich weiß nicht. Ich finde auch, das ist gar nicht das entscheidende Thema. Also finden Sie das gut, dass Sie das kriegen? Es ist eine Form von Transparenz, die man natürlich dadurch darstellt. Und ich finde, Teilhabe an solchen Debatten und wie solche Entscheidungen zustande kommen, dann kann man es auch gleich öffentlich machen. Wichtig. Es muss natürlich auch einen geschlossenen Raum geben. Aber es ist die Entscheidung eines jeden, der an diesen Sitzungen teilnimmt, was er mit diesen Informationen wann macht. Aber ich finde doch, das Entscheidende, was gestern passiert ist, und das ist das eigentliche Desaster, ist, dass diese gesamte Kommunikation dieses Lockdown-Lights fast zu einer Farce geworden ist. Also wir sind in diesen Lockdown-Light reingegangen Anfang November mit der Ansage von allen politisch Beteiligten, inklusive der Kanzlerin, das wird jetzt eine befristete Kraftanstrengung, hart, aber kurz. Jetzt, seit gestern, heißt es plötzlich, lieber länger und dafür nachhaltiger. Die Prämisse war für diesen Lockdown-Light, das oberste Gebot, Schulen und Kitas
offen zu halten. Deswegen, um Kontaktbeschränkungen an anderen Stellen zu schaffen. Plötzlich dreht die Kanzlerin das Ding wieder um und sagt, von Lockerungen kann ja gar keine Rede sein. Es geht gar nicht um Lockerungen. Es geht mir darum, die Maßgabe für 4 Wochen November, wie Söder sagte, der dunkle November, dann kommt der helle Dezember. Das, was astronomisch schwierig ist, ja, wie wir alle wissen. Wir müssen die Kontakte beschränken. Weil wir aber Schule und Kitas unter allen Umständen offen halten wollen, gehen wir an die Gastronomie, gehen wir an das kulturelle Leben. So, jetzt haben sich alle zusammengerissen und gesagt, wir verfolgen dieses Ziel, Schulen offen halten. Keine 2 Wochen später, wo es eigentlich nur um eine Zwischenbilanz ging, soll es plötzlich massive Eingriffe in den Schulbetrieb geben, von was da das Kanzleramt vorgeschlagen hat. Also Halbierung der Klassen, was ja bedeutet eine Halbierung des Präsenzunterrichts. Ja, und wenn man so schnell sein Ziel... Verdopplung der Lehrer, die wir nicht haben. Ja, und wenn man so schnell das Ziel, das man ausgegeben hat, schon wieder einrollt 2 Wochen später und Verschärfung will, bevor man überhaupt die 4 Wochen zu Ende gebracht hat, um zu schauen, was haben die Maßnahmen gebracht. Also RKI-Chef Lothar Wieler selber sagt, es ist noch viel zu früh, um zu beurteilen, was dieser Lockdown, dieser Teil-Lockdown ist. Richtig. Trotzdem haben wir uns auf die 14 Tage verständigt und haben unterschiedliche Entwicklungen gesehen. In einigen Ländern ist es gelungen, das Ganze zu deckeln, abzuflachen. Können wir vielleicht mal die Grafik kurz zuspielen? Ich würde gerne unterstützen, was Sie da sagen. Naja, und gesamtdeutsch muss man ja sagen, hat die Kanzlerin auch gesagt, die Dynamik des Geschehens, die ist schon mal gebrochen. Also, und wir haben jetzt 2 Tage in Folge sinkende Neuinfektionszahlen. Also, es braucht eben Zeit und Geduld. Können wir einmal kurz auf diese Grafik schauen? Die wirkt so ein bisschen verwirrend. Das sind, Herr Haseloff, alle 16 Bundesländer. Alle 16 Bundesländer. Das war von Mitte Oktober bis gestern sozusagen durchgezeichnet in der Entwicklung. Wo ist denn Ihr Lieblingsland Sachsen-Anhalt? Mein Lieblingsland Sachsen-Anhalt ist die schwarze Kurve unten. Da sehen Sie, dass nach dem Anstieg im Oktober es jetzt zu einer Abflachung gekommen ist. Aber eben noch nicht zu einer Reduzierung unter 50. Wir liegen um die 60 ungefähr Infizierte pro 7 Tage und 100.000 Einwohner. Und bei einigen Ländern geht es eben weiter nach oben, wenn auch vielleicht auch etwas abgemildert, aber es geht nach oben. Wo ist denn Bayern? Bayern ist zum Beispiel die rote Kurve da oben, die zweithöchste. Wie, ganz oben? Die rote, die zweithöchste. Diese rote da ganz oben. Und daran sieht man, dass die Regionen sehr unterschiedlich sich entwickelt haben. Das hat ganz objektive Gründe und auch verschiedene Ausgangssituationen. Obwohl wir am Anfang noch in einem Korridor unten zusammen waren, ist es auseinandergedriftet. Ja. Und darüber müssen wir doch reden, wenn es darum geht, Maßnahmen für die nächste Woche so vorzubereiten, dass wir in Deutschland insgesamt zusammenbleiben, was die Inzidenzien anbelangt und die Inputs. Und auf der anderen Seite unterschiedlich regional handeln müssen, weil die Situation unterschiedlich sich entwickelt hat. Ich würde trotzdem noch mal gerne auch unterstreichen, was Sie gerade sagen. Vielleicht schaut auch Frau Rosenfeld ja mal drauf. Eine sehr interessante Kurve, die im Grunde zeigt, wir machen diesen Lockdown light, kurz und mittelschmerzvoll. Und die Infektion, das Infektionsgeschehen geht ganz offensichtlich nach unten, Frau Rübsamen-Chef. Sehen Sie das auch so? Lesen Sie das auch so? Ich lese es eigentlich nicht so. Ich denke, wir sind immer noch in einem sehr hohen Level. Im Moment, wenn man sich auch die heutigen Infektionszahlen von gestern anguckt, wir haben noch knapp 200 Todesfälle pro Tag. Wir haben die Kliniken voll. Und deswegen, wir sind hier nicht bei Wünsch dir was, wir sind mitten in der Pandemie. Und ich aber glaube, 5.000 weniger als noch vor wenigen Tagen. Ne? Eine Lockerung im Moment würde für mich keinen Sinn machen. Es redet hier auch niemand über Lockerungen, sondern es geht ja nur darum, die Maßnahmen, die jetzt beschlossen worden sind, bis Ende November sind die angedacht gewesen. Und dann zu gucken, wie hat sich die Lage entwickelt, muss man dann noch mal nachschärfen? Lässt man diese Maßnahmen noch weiterlaufen oder kann man dann eventuell lockern? Die Debatte jetzt zu diesem Zeitpunkt redet niemand über Lockerungen. Aber zum Beispiel auch, dass die Schulen jetzt plötzlich ins Zentrum rücken. Ich habe mir heute noch mal die Zahlen angeguckt. Also wir haben über 33.000 Schulen in Deutschland. Davon sind 106, das sind 0,4%, genau, die allermeisten geschlossen wegen Corona. Eine Kollegin von mir hat aus dem Wissenschaftsressort ist gerade der Frage nachgegangen, sind die Schulen überhaupt Pandemietreiber? Und da hat sie mit mehreren Wissenschaftlern gesprochen und die Erkenntnisse, die man hat, die Schulen sind anders als Familienfeiern oder als Massenveranstaltungen, sind keine Treiber des Virus. Also derzeit sind es keine Treiber und deswegen haben wir sie auch rausgenommen. Genau, aber an die Schulen sollte gestern auf Wunsch des Kanzleramts eigentlich rangegangen werden. Richtig, das haben wir nicht zugelassen. Das war auch in Ordnung so, weil wir dort auch keine Effekte erzielt hätten bezüglich der Abflachung und des Umkehren. Was passiert denn in einer Woche? In einer Woche treffen Sie sich wieder. Und es hieß ja, dann gehen wir ran an eine Langfriststrategie. Und es war immer so, wenn Sie sich dann wieder getroffen haben, wurde plötzlich das umgesetzt, was
eine Woche vorher oder 14 Tage vorher schon mal vom Kanzleramt gekommen. Dieses Mal kommt ja das Grundsatzpapier aus der Länderebene und alle 16 Kultusminister haben klar gesagt, die Schulen sind nicht die Infektionstreiber. Wir müssen dort weitere Hygienemaßnahmen vorsehen. Wir müssen uns weiter qualifizieren. Wir müssen lernen, jeden Tag lernen. Okay. Aber das heißt, dort es gibt keine Halbierung der Klassen. Also das ist bei uns überhaupt nicht denkbar, weil ich gar nicht die Lehrerzahl verdoppeln kann. Und Sie schließen auch aus, Herr Haseloff, dass Sie in den nächsten Wochen Schulen schließen werden? Wir schließen ja jetzt schon punktuell Schulen, die betroffen sind. Aber das sind, wie gesagt, aber ich meine, ganz, jetzt in der ganz Fläche, wenige. Wirklich als wir haben Maßnahme. Nur noch Schulen. Davon sind, ist eine ganz überschaubare Zahl, entweder klassenbezogen, kohortenbezogen oder als ganze Schule aus dem Netz raus. Ist und die gehen wieder raus und gehen wieder rein. Genau. Das ist ein Prozess, der sich ständig sozusagen nach vorne durchholt. Ist aber nicht die Antwort auf meine Frage. Die Frage war, schließen Sie aus, dass Sie Schulen in der Fläche in den nächsten Wochen schließen? Es kann sein, dass es Bundesländer gibt, die zum Beispiel auch keine anderen Möglichkeiten mehr haben, die Kontakte zu reduzieren, dass sie es machen müssen. Herr Haseloff, eine berühmte Kanzlerin würde jetzt sagen, Rainer, du bist doch der deutschen Sprache immer noch mächtig. Meine Frage war, schließen Sie das aus? Also für Sachsen-Anhalt sehe ich derzeit keinen Anlass, weil die Zahlen es derzeit nicht begründen lassen. Wenn sich die Zahlen sozusagen verdreifachen, vervierfachen, dann muss jeder Ministerpräsident handeln. Das Handlungsschema von Ministerpräsidenten, die eben die dreifache, vierfache Inzidenz haben, muss anders aussehen als das, was sozusagen unten. Und das ist nicht explizit das Verdienst der einzelnen Person und des einzelnen Landes, sondern die Situationen sind unterschiedlich und wir müssen adäquat reagieren. Was da auch drin stand, war Zusammentreffen mit Bekannten, die berühmte Ein-Kind-Freund-Regel. Wie finden Sie die? Ja, da ich das nicht verstanden habe, konnte ich sie nicht mittragen. Also ich, für aber mich Sie war sind das, doch der deutschen Sprache mächtig. Ja, ich bin der deutschen Sprache mächtig, aber da stand Kind soll nur noch einen Freund treffen. Das ist richtig, das ist zwar für sich logisch, ich habe aber 5 Enkelkinder und da weiß ich, dass das nicht funktioniert. Also ist das sozusagen eine Formulierung, die schlicht und einfach der Lebenswirklichkeit nicht entspricht und demzufolge von uns auch rausgenommen wird. Wer könnte denn sowas kontrollieren? Niemand. Entweder kriegen wir die Menschen dazu, dass sie begreifen, dass Pandemie nicht irgendetwas ist und sie gehen mit großer Mehrheit mit, dass wir uns schützen, dass wir versuchen einzudämmen, dass wir unsere Wirtschaft nicht zugrunde richten und dass wir auch solidarisch miteinander umgehen. Dann werden wir als Politik langfristig keinen Erfolg haben. So, und das ist der Grund, Herr Haseloff, jetzt haben wir es relativ sauber rausgearbeitet, warum Sie so einen Hals haben. Ich habe manchmal eine etwas stärkere Emotion zu diesem Thema, aber inzwischen sage ich mal, muss ich sagen, wir haben unsere Wege gefunden und wir sollten auch respektieren, dass wir in einem Korridor mit gleichen Spielregeln unterwegs sind, dass Deutschland ein sehr, sehr unterschiedliches, vielfältiges Land ist und dass wir demzufolge den Föderalismus richtig ausspielen sollten. Das heißt, Sie wollen alleine entscheiden? Nein, wir wollen nicht alleine entscheiden, sondern wir wollen nach den gleichen Spielregeln, die wir uns gegeben haben, wenn die entsprechenden Fälle eingetreten, nach den gleichen Rastern auch handeln. Dann für alle 16. Darf ich einmal eine ganz generelle Frage mal stellen, Herr Haseloff? Haben Sie in Ihrer Zeit als Ministerpräsident so einen Vorgang schon mal erlebt, dass so ein Papier, Sie liegen schon im Bett, weil Sachsen-Anhalt, Sie müssen früh raus, andere möglicherweise noch nicht, aber die sind gerade noch beim letzten Rotwein und dann kommt dieses Ding da rein und da stehen Dinge drin, die Sie niemals erwartet, nicht mit irgendjemandem abgestimmt, einfach aus dem Kanzleramt und offensichtlich auch aus dem Kanzleramt durchgesteckt, weil man einfach Fakten schaffen will. Haben Sie sowas schon mal erlebt? Dass die Papiere spät kommen, das hatte ich vorhin schon gesagt, hat auch den Grund, dass wir es nicht schon gedruckt früh sehen wollen, bevor wir überhaupt ein Wort darüber geredet haben. Auf der anderen Seite ist ein Papier, was so weit von den Vorabsprachen abgewichen ist, bisher noch nicht aus dem Kanzleramt losgeschickt worden. Das ist die freundliche Formulierung zu dem ganzen Vorgang. Also so einen Wahnsinn haben Sie noch nie erlebt? Das ist Ihre Begrifflichkeit. Ja. Wir haben die Konsequenzen gezogen. Aber Sie widersprechen nicht. Ich will das mal mit einem anderen Ansatz versehen. Wir sind in der größten Krise seit 45. Mhm. Und wir sind alle auch als Politikerinnen und Politiker und Menschen. Die Kanzlerin sitzt im Kanzleramt, sieht die Welt, sieht, was in Europa los ist und versucht, das für Deutschland zu vermeiden. Und das ist bisher erfolgreich gelungen. Innerhalb der Bundesländer haben wir sehr, sehr unterschiedliche Dinge zu bewältigen. Wir sind alle in Stresssituationen. Wir kriegen jeden Tag die Zahlen. Wir kriegen jeden Tag die Todeszahlen. Wissen Sie, wie oft man nachts wach wird, wenn man das als Druck auf den Schultern verspürt? Ist das so? Und das ist so. Und da muss man auch mal definitiv auch im gesamten gesellschaftlichen Diskurs auch erwarten können, dass wir da auch eine gewisse Solidarität entwickeln. Es geht nämlich inzwischen um eine Systemfrage. Schaffen wir es als freiheitlich-demokratische Grundordnung, diese Krise zu bewältigen? Oder sind die im Vorteil, die
als Diktaturen ganz andere Maßnahmen ziehen können. Und ich sage mal, so schnell sollten wir unser errungenes System nicht in Frage stellen lassen durch auch teilweise Randdiskussionen, die auch wichtig sind. Wir brauchen auch eine ganz klare Begleitung und Transparenz durch Medien und so weiter. Und Transparenz, und es geht doch auch um die einheitliche Sprache. Ne? Also wenn man sozusagen den Leuten sagt, hier saß Karl Lauterbach und sagte, was wir jetzt machen, ist ein Lockdown-Light. Das läuft hier, ich zitiere, so habe ich es im Kopf, das läuft hier lehrbuchmäßig. Wir machen das jetzt, wir brechen die Welle. Und wenn wir dann vor diese Welle wieder kommen, dann ist im Grunde Weihnachten gerettet. Das ist mathematisch modelliert und infektiologisch sicherlich richtig ideal gedacht. Wenn ich Professor bin, würde ich da auch Kurven an die Wand malen mit allem drum und dran. Das hatten wir ja bei der Beratung das letzte Mal, wo der Professor aus Hannover uns sozusagen sein Modell vorgestellt hat. Wir haben es aber mit realen Lebewesen zu tun. Sie reden von Herrn Mayer, Herr Mann, ne? Ja, genau. Wir haben es mit Individuen zu tun, die jeden Tag frei entscheiden. Und die entweder das verstehen und akzeptieren und mitmachen oder sich ausklinken. Und ich habe keine Lust, Vorgänge, wie wir sie in Leipzig erlebt haben, dauerhaft in den nächsten Monaten, vor allem in den harten Wintermonaten, zu erleben. Sondern wir brauchen an dieser Stelle auch das Grundanerkenntnis, dass wir zumindest akzeptieren, dass es die Pandemie gibt, dass die Menschen nicht automatisch sich sozusagen zu Elementen eines gerechneten Modells machen lassen, sondern freie Individuen sind. Mhm. Und dass wir jeden Tag darum ringen müssen, möglichst durch wenig Sanktionen, sondern durch Überzeugung, dass sie schlicht und einfach mit uns gemeinsam zusammen unterwegs bleiben. Wenn Ihnen das so eine Herzensangelegenheit ist, und das glaube ich Ihnen natürlich, Sie haben ja Sorge zu tragen für die Leute in Ihrem Land und auch in ganz Deutschland. War es dann im Nachhinein ein Fehler, auszuscheren, als es um diese Maskendiskussion ging? Da waren Sie der Einzige, der gesagt hat, Bußgeld machen wir nicht. Ich frage Sie das auch als Physiker, weil ich mich gefragt habe, jemand wie Sie, dem muss doch als Physiker zumal besonders klar sein, dass so ein mechanischer Schutz, eine Maske, Mundschutz, was auch immer, das ist doch das Ding, das wir im Grunde in der Hand haben. Sehr viel mehr ist das ehrlich gesagt nicht. Ich war der Erste und einer der Ersten, die das Kanzleramt davon überzeugen mussten, meine Frau ist Zahnärztin, mein Bruder ist Zahnarzt, dass dieser Mund-Nasen-Schutz unabweisbar wichtig ist. Und warum haben Sie dann keine Sanktionen? Die Frage ist nur, an welchen Stellen muss ich das mit dem Hammer durchschlagen oder kann ich auf das bewusste Mitwirken von Bürgerinnen und Bürgern setzen? Hat's funktioniert? Und diejenigen, die die höchsten Sanktionen, die höchsten Bußgelder verhängen, die sind übrigens auf Platz zwei, wie wir gerade gesehen haben, nicht gerade auf unserem Niveau. Das ging jetzt gegen Herrn Söder. Nein, das ging nicht gegen Herrn Söder. Es geht einfach darum, dass ich eine Verhältnismäßigkeit der eingesetzten Instrumente brauche und dass jeder vor Ort, jeder Ministerpräsident, jeder Ministerpräsidentin auch adäquat entscheiden muss, wie man am besten die Menschen für die Pandemie sozusagen weiterhin auch dahingehend erwärmt, dass wir sie bekämpfen und eindämmen müssen. Sie würden es weiter so machen? Wir haben ja inzwischen insgesamt das Bußgeld für viele Sachen eingefangen, beziehungsweise eingeführt, weil es auch notwendig war, dass wir andere Maßnahmen, die die Kommunen vor Ort gemacht haben, rechtlich absichern. Das heißt, wir brauchen im Prinzip eine Rechtsgrundlage, dass einzelne Kommunen, die aber bei uns auch sehr unterschiedlich sind, wir haben welche mit 15 Inzidenz, wir haben welche mit 120, dass derjenige, der als Landrat mit 120 Infektionen pro 7 Tage und 100.000 Einwohner klarkommen muss, dass der andere Instrumente fahren kann und rechtlich abgesichert sieht, als der mit 15 wie in Dessau-Roßlau. Frau Rosenfeld. Ich habe mir schoss gerade durch den Kopf die Leidenschaft, die Werf, mit der über Bußgelder für Maskenverweigerer debattiert worden ist und wie einheitlich die sein müssen und in welcher Höhe die verwendet werden dürfen. Und in Bayern immer noch mal ein bisschen teurer als im Rest des Landes. So, und wenn wir jetzt darüber reden, auch über langfristige Maßnahmen und jetzt festgestellt wird, wir haben ja Winter. Die Kraft, die in solche Debatten gesteckt worden ist, ich hätte mir die Kraft in anderen Bereichen gewünscht. Ich finde, wir haben uns viel zu schnell damit abgefunden, dass die Kapazitäten der Gesundheitsämter so sind, wie sie sind. Dass es da also einen eklatanten Personalmangel gibt, das hat man gesehen und man hat es am Ende hingenommen. Wir machen ja auch diese 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner pro Woche als Grenze, weil ab da die Kapazitäten in den Gesundheitsämtern nicht mehr reichen, um es nachzuverfolgen. Und dann gibt es jetzt zwar den wunderbaren Beschluss von Bund und Ländern, 5.000 neue Stellen in den Gesundheitsämtern zu schaffen bis
2022. Wir haben November 2020, die Pandemie ist jetzt. Da lacht Frau Rübsamen, Chef, weil sie weiß, bis dahin ist das Ding hoffentlich Geschichte. Also man hätte dort doch viel kreativer, viel intensiver sein können, um zu gucken, wie können wir jetzt akut in dieser Situation Personal aufstocken? Wie können wir die Prozesse organisieren? Also das ist ja fast Mittelalter mit Telefonhörer und Bleistift dort zu arbeiten. Es gibt digitale Möglichkeiten. Ein Beispiel ist die Corona-App. Die ist im Sommer mit großer Freude gestartet worden. Seitdem ist an dieser Corona-App nichts mehr gemacht worden. Die ist auf dem Stand vom Sommer. Wir hatten neulich eine Intensivmedizinerin hier, Entschuldigung, aus dem Großklinikum in Essen, die sagte, ich arbeite jeden Tag mit Covid-19-Patienten, Leuten, die schwerst erkrankt sind, Frau Holzner, und sagt, bei mir hat das Ding noch nicht einmal angeschlagen, ausgeschlagen. Das ist völlig verrückt. Die App könnte aber so viel mehr. Die App also in Berlin schlägt sie öfters aus. Ja, also ich habe auch. Die App ja zum Beispiel könnte, das wird seit Wochen drüber geredet, ein Kontakttagebuch könnte sie digital als Funktion bieten, digital. Weil ein Problem ist ja, was die Gesundheitsämter auch schildern, wenn sie dann mal einen Infizierten am Telefon haben, dass die sich oft gar nicht mehr erinnern können, wo waren sie wann und wer hatte welchen Kontakt. Das könnte durch so eine App funktionieren. Richtig. Eine App könnte auch Cluster erkennen. Also so, habe ich in einer Massenveranstaltung oder in einem Massenmoment neben jemandem gestanden, der infiziert ist. Das könnte auch so eine App alles erfassen. Das wird jetzt gerade, hat Jens Spahn angekündigt, das soll in den nächsten Wochen kommen. Dann ist das Jahr aber zu Ende. Warum haben wir den Sommer nicht genutzt, anstatt über Bußgelder zu debattieren, genau in diese Ich glaube, das kommt daher, dass uns im Sommer gut gegangen ist. Wir hatten ein paar hundert Neuinfektionen pro Tag. Wir hatten kaum noch Todesfälle, keinen Leidensdruck. Mhm. Und dass die Welle so stark kommen würde und so schnell ansteigen würde, auch wie das dann Ende Oktober passiert ist, hat, glaube ich, keiner, ich meine, das Virus ist neu, die Situation ist neu, keiner voraussagen können. Und deswegen verstehe ich nicht so ganz immer diese Vorwürfe. Wir alle sind noch auf einer Lernkurve. Und auch wenn wir jetzt sagen, nach 14 Tagen ist die Kurve zwar ein bisschen abgeflacht, sie ist Gott sei Dank nicht weiter gestiegen, aber es ist immer noch für meine Begriffe zu hoch. Ich kann Ihnen auch nicht voraussagen, ob sie in weiteren 14 Tagen, sagen wir mal, auf ein paar hundert wieder runter ist wie im Sommer. Ich glaube das aber eigentlich nicht. Weil wir eben in der kälteren Jahreszeit sein, weil da das Virus sich besser verbreiten kann, weil die Menschen in Räumen sind und sich nicht so ausweichen können wie im Sommer. Diese Kurve hier ist interessant, Frau Rübsamen, Chef. Sie haben sich für uns mal die Zahlen in Europa sozusagen angesehen. Das ist die Daily Confirmed, also die täglich bestätigten Covid-19-Fälle auf 1 Million Einwohner. Und das ist sehr interessant, wenn man mal schaut unten, wie tief eigentlich Deutschland ist. Also wenn man das sieht im Vergleich zu der Kurve, die wir vorhin gesehen haben, dass man in Relation setzt, merkt man plötzlich, vielleicht ist das deutsche Problem glücklicherweise nicht alles falsch gemacht. Deutlich kleiner, als es manchmal den Anschein hat. Und das wäre wiederum das Argument für Frau Rosenfeld zu sagen, muss das eigentlich sein, jetzt die ganze Zeit noch mehr und härteren Maßnahmen zu drohen? Auch mit Zahlen zu belegen. Ich meine, wenn wir die Zahl der Neuinfektionen pro Million Einwohner oder die Zahl der Todesfälle, ich fange mit den Todesfällen an, pro Million Einwohner in den USA angucken, dann haben die einen bestimmten Wert. Frankreich, Italien, England liegen ganz knapp nur darunter. Dann kommt Schweden. Bei 700 ungefähr, ne? 700 oder drüber, ne? Ja. Und wir liegen bei 150. Und Österreich liegt bei 200 immerhin noch. Aber ist jetzt auch im Steigen. Also insofern leben die auch nicht mehr auf der Insel der Seligen. Also ich glaube schon, dass wir vieles richtig gemacht haben. Und ich glaube, man muss der Bevölkerung einfach sagen, auch die Politik sind keine Hellseher, sondern man muss Schritt für Schritt jetzt eben durch diese Krise gehen und Entscheidungen treffen, so wie sie notwendig sind. Reden wir gleich noch mal über das psychologische Momentum, da drin noch einen Satz drüber. Aber lass uns noch einmal ganz kurz auf diese Grafik schauen. Das ist ja wirklich interessant, weil es im Grunde auch ein bisschen bestätigt, was da politisch gerade passiert. Also wenn man sich Frankreich zum Beispiel mal anguckt, Frau Rübsamen-Chef, da sieht man da sozusagen das Ergebnis von hartem Lockdown. Genau, und Österreich beginnt jetzt auch. Ne? Ja. Und wie lange muss Frankreich das durchhalten, bis die auf einer vernünftigen, auf einem vernünftigen Niveau sind? Nach den Erfahrungen, die wir hatten, 6 Wochen. Oder 8 Wochen. Haben Sie eine Erklärung dafür? Sie haben gerade gesagt, und das ist ein total interessanter, spannender Punkt. Sie sagten gerade Frankreich und die USA, um die beiden zu nehmen. Das sind ja sozusagen zwei Denkschulen, um an dieses Virus ranzugehen, haben ähnlich hohe Todeszahlen. Wie ist das zu erklären? Die Franzosen hatten ganz harten Lockdown und sind auch bei 700 fast. Irgendwo 600 irgendwas. Und die Amerikaner sind auch da. Also ich habe mich das auch gefragt. Ich habe dann auch noch mal geguckt, über den Sommer hatten die Franzosen da auch nur ein paar hundert Infizierte pro Tag wie wir. Mhm. Ja,
Die Italiener hatten das, die Engländer hatten das. Mhm. Und dann fragt man sich eben, was ist in diesen Ländern anders als bei uns, dass eben plötzlich jetzt bei der zweiten Welle, die gekommen ist, wir ganz andere Verhältnisse haben. Ob das an den Sozialstrukturen hängt, ich weiß es einfach nicht. Also da würde ich auch keine These aufstellen wollen. Nochmal, es ist einfach eine Beobachtung. Ja, ich verstehe es. Okay, wir werden das mal untersuchen. Vielleicht mal mit Herrn Brockmann oder so. Das sind so die Modellierer, mit denen muss man da reden. Deutschland nochmal. Also da sehen wir doch auch, Frau Hubsamen-Chef, die Kurve. Also für mich funktioniert doch jetzt offensichtlich schon dieser Lockdown-Light. Ist der nur ein bisschen angehalten oder geht das tatsächlich runter? Für mich sieht es nach runter aus. Das heißt, eigentlich funktioniert das offensichtlich, was wir da gerade machen. Also ich glaube, das kann man aus meiner Sicht heute noch nicht sagen. Okay. Wir können sagen, wir haben ein Plateau erreicht, wir steigen nicht weiter. Das scheint relativ, weil das jetzt ja schon ein paar Tage hintereinander so ist. Ob wir weiter runterkommen und wie weit wir runterkommen, ich habe es vorhin schon noch mal gesagt, wir haben ja bis zu 200 Todesfälle pro Tag. Die Kliniken sind voll. Wir müssen deutlich weiter runter, denke ich, um unser Gesundheitssystem zu entlasten und auch den Gesundheitsämtern wieder zu erlauben, irgendwelche Fälle nachzuvollziehen. Ja, aber haben wir das einfach nicht. Wo haben wir die Toten? Haben wir die nach wie vor zur Hälfte, wie in der ersten Phase, in den Alten- und Pflegeheimen? Das habe ich jetzt nicht so genau angeschaut, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Also ich gucke immer noch auf die Gesamtzahl. Aber wie ist in Sachsen-Anhalt? Die vulnerablen Gruppen sind stärker betroffen als alle anderen. Aber es geht durch alle Altersgruppen hindurch. Und man kann im Prinzip keinen gesellschaftlichen Raum jetzt völlig auslassen. Überall muss gearbeitet werden, auch mit weiteren Hygienekonzepten. Die Frage ist eben, wie kriegen wir weitere Kontakte runter? Und das ist ja eigentlich die Botschaft von gestern. Es war nicht umsonst, sondern wir haben gemerkt, wir kriegen maximal ein Plateau hin, aber wir kriegen nicht die Absenkung unter 50. Okay, wie wollen Sie das machen? Und demzufolge brauchen wir eine weitere Reduzierung der Kontaktdichte. Und die Frage ist, wie kriegen wir das hin? Es bleiben ja, wenn wir die Wirtschaft nicht im engeren Sinne anfassen wollen und den Freizeitbereich bisher nur den Fall von, bleibt im Prinzip die Schule oder eben doch die Wirtschaft. Und die Frage ist dann trotzdem, bringt es dann die Effekte, die wir uns erwarten, oder sind Kollateralschäden, die dann auch entstehen, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sozial, psychisch und so weiter und so fort. Der erste Lockdown kostete 50 Milliarden pro Woche. Ja. Ich sage nur, ich habe 5 Enkelkinder, wiederhole es nochmal. Es kann nicht sein, dass wir die unsere Pandemie bezahlen lassen. Die werden eine eigene haben in einer globalisierten Welt. Das heißt, wir müssen jetzt auch Wege finden, die wirtschaftlich tragbar sind, bis hin zum EU-Recht, dass selbst wenn wir jetzt die Gastronomie weiter noch mal 14 Tage vom Netz nehmen, momentan das Beihilferecht der Europäischen Union das gar nicht zulässt, weil diese Hilfen des Staates nur 4 Wochen jetzt genehmigt waren und anschließend mehr oder weniger dann der wirtschaftliche Schaden eintritt mit all den Insolvenzen. Das müssen wir alles überlegen. Und deswegen brauchen wir auch ein paar Tage bis nächste Woche, um die Konsequenzen auch dieser Entscheidung. Aber wenn ich Sie jetzt, ich habe Ihnen jetzt gerade sehr genau zugehört. Im Grunde ist doch so, wenn das jetzt nicht funktioniert, ist das nächste die Schule. Was anderes geht überhaupt gar nicht. So. Ist doch klar. Die Frage ist doch nicht, ob ich jetzt einen nächsten Bereich mache, um symbolisch sozusagen einen gesellschaftlichen Bereich mit Reduzierung von Kontakten zu versehen. Nein, oder ob da wirklich der Treiber ist, wo die Zahlen, die ich brauche zur Reduzierung, ob die Zahlen dort erzeugbar sind. Und das, was ich an Infektionen derzeit in der Schule habe, würde nicht reichen, um diesen Peak sozusagen runterzubiegen und letztendlich dafür zu sorgen, dass wir unter die 50 sind. Was noch? Woran denken Sie noch? Es ist das individuelle Verhalten vor allen Dingen der Menschen. Im privaten, persönlichen Bereich, es kann momentan keiner dran denken, außer dass wir Weihnachten natürlich im Blick haben und auch Neujahr, dass wir sozusagen Familienfeiern machen, dass wir größere Zusammenballungen von Personen im privaten Bereich zulassen. Das ist schwierig, auch verfassungsrechtlich, aber auch ethisch, aber Herr Haseloff, da reinzugehen. Ja. Aber letztendlich ist es der Appell, auch wenn das ermüdend ist, das ständig über welche Kommunikationsschienen auch immer wieder auch zu bringen. Herr Haseloff. Aber wenn das Individuum in einer freien Gesellschaft nicht mitmacht, haben wir Probleme. Das ist in China anders gelöst worden. Das konnte man sich im Fernsehen ansehen. Sie nennen immer das böse China, in Südkorea geht das auch. Die große Mehrheit, das finde ich, muss man nur einmal sagen, die große, große Mehrheit in diesem Land macht doch mit. Also ich frage mich immer, was für ein Gesellschaftsbild haben wir? Also wenn ich an gestern auch erinnere, wo es den berühmten Dönerstreit zwischen Michael Müller und der Kanzlerin gab. Also die Kanzlerin sagte, Michael, du gehst doch auch, oder Herr Müller, Sie gehen doch auch durch Berlin und sehen, was da ist. Und dann sagte er, ich habe bei mir im Tiergarten noch nie einen gesehen mit einer Pizzaschachtel abends oder einem Döner in der Hand. Aber es reichen 98%, die mitmachen. Bei dieser Pandemie, bei diesem Virus,
reicht 1%, um eine ganze Gesellschaft platt zu schießen. Das ist unser Problem. Diese aber große was machen Infektions- Sie? Sie bestrafen dann aber wer ist denn dieses 98% für 1%, was sich verweigert? Es ist keine Strafe. Nee, aber Sie, was heißt, es ist eine Notwendigkeit, Strafe, ist von der wir die Menschen überzeugen müssen. Ja, Sie haben beide gewissermaßen recht. Ja, 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 ja. Aber dieses 1%, wissen Sie, wer die Leute sind? Ja, das sind Verweigerer. Das sind, es gibt mehr Prozent, die das kritisch sehen. Ja. Auch die Eingriffe. Aber dass sozusagen man von Größenordnung sprechen kann, die komplett Maßnahmen ablehnen, das sind wirklich ganz wenige. Und es sind ja auch ganz wenige, die die Infektionen erzeugen. Mhm. Eine Feier illegal in Magdeburg hat eine Landeshauptstadt über Wochen abgeschossen, weit über 100 Infizierte. Pro 100.000 und so weiter und so fort. Sie können hier jetzt wahrscheinlich nicht das böse Wort Ausgangssperre in den Mund nehmen. Aber darauf läuft es doch hinaus. Ja, die Frage ist nur, diese Feier hat mit der Ausgangssperre nichts zu tun. Nein, nein, nein. Ja, sondern Ausgangssperre würde im Prinzip eine ganze Stadt lahmlegen dem Frust, der damit verbunden ist. Und auch die Distanz, die man auch zur Politik und zur Entscheidung erzeugt. Sondern wir müssen dann ganz isoliert genau diese Dinge, diese Hotspots sozusagen versuchen einzugrenzen. Ausgangssperre, wenn Sie erst gar nicht zur Feier hinkommen, ist dann schon das Stichwort, ne? Das ist allerdings wirklich dann eine Maßnahme, die man nur ziehen kann, wenn einem wirklich... Schließen wenn Sie alle Register... Man kann... Nicht ausschließen. Okay. Nichts ausschließen. Wer jetzt in die Glaskugel schaut und sagt, was in 4 Wochen, 8 Wochen, 12 Wochen passiert, der irrt vom Ansatz her. Eins kann man sagen, wenn sich heute, ab heute, in den nächsten 14 Tagen alle an alle Vorgaben halten, dann sind wir deutlich unter 50. Und, so sieht's aus, wenn ich das zusagen darf, wenn wir mehr testen, wir haben jetzt ja diese Schnelltests, die hatten wir im März nicht, wenn wir bessere Masken verwenden, die also auch wirklich den Träger FFP2. Vor der Infektion, die FFP2-Masken. Und wenn die mal weniger kosten, als sie jetzt kosten. Ich habe neulich in München am Flughafen 5 Masken, 25 Euro. Wissen Sie, das geht so nicht. Wenn Sie also, über 60 sind, kriegen Sie die kostenlos. Bitte, nein, stopp. Das ist kein spaßiges Thema. Das redet ja nicht von mir. Das ist doch unterirdisch. Wie soll sich denn ein Mensch, schützen? Ja, aber wie soll sich denn ein Mensch von seiner schmalen Rente 5 Masken für 25 Euro leisten? Das ist natürlich das ist doch ein Wahnsinn. Ja. Warum die so teuer sind, eigentlich sind die sicherlich billiger zu machen. Natürlich aber trotzdem, sind die billiger zu machen. Ich will das Bewusstsein dafür wecken, dass wir heute ein paar technische Möglichkeiten haben, die wir im März nicht hatten. Die Schnelltests, da können Sie vielleicht auch diese Hotspots schneller aussortieren, wer ist infiziert, wer ist nicht infiziert und in Quarantäne schicken. Die Masken und ich denke nach wie vor, wir müssen auch, wo wir immer können, diese Luftreinigungsgeräte einsetzen, um eben auch in Schulen oder in Krankenhäusern werden sie ja schon eingesetzt. Da hängen die an der Decke, sind sehr leistungsfähige Geräte, also wo eben Menschen extrem geschützt werden müssen. Frau Rübser, mein Chef, über diese Geräte haben wir auch hier auch schon viel gesprochen. Das ist auch eines der Lieblingsthemen. Also ich will nur erinnern, das dürfen wir nicht vergessen. Es gibt sie. Bei allen Maßnahmen. Es gibt aber auch unterschiedliche Meinungen dazu. Das Bundesamt hat wieder gerade auch eine kritische Meinung durchgelassen als Umweltbehörde des Bundes. Ja, und das heißt, die Wissenschaft ist ja selber suchen. Machen wir uns auch nichts vor. Ja. Wenn wir jetzt die Linie hätten als Politiker, die wir umsetzen, ist schon klar. Wir wollen alle Erfolg haben, dann machen wir doch die. Wenn ich allerdings ein Konzert habe oder einen Chor mit unterschiedlichen Stimmen, ja, nicht in den Fragen der Impfung und der Medikamente, aber wenn ich im Prinzip ein Konzert von vielen, vielen fachlichen Schulen sehe, dann muss ich schon sagen, ist es schon problematisch für uns, auch die Linie da zu halten. Aber diese Luftschutz- oder Geräte wären halt meine Alternative, als zu sagen den Kindern, dann müsst ihr halt jetzt zum Unterricht eine Decke, eine Jacke und einen Schal mitbringen, weil wir so müssen viel gelüftet halt, werden lüften und dann, also das Frieren und natürlich muss man in den Geräten die richtigen Lüfter drin haben. Klassenzimmer. Das ist sehr schön. Das frierende Klassenzimmer. Ja, aber das nennt man überhaupt, manche Schulen, da kann man ja überhaupt gar nicht lüften, weil die Fenster nicht geöffnet werden können. Also darüber reden wir. Und dann, finde ich, sind solche Luftschutzgeräte natürlich. Und dann muss man darauf achten, dass man die richtigen hat, die richtigen Filter, HEPA 13 oder 14. Ne? Ja. Und nicht irgendwas da drin. Die müssen auch gewartet werden. Also das gehört alles dazu. Nicht? Und vielleicht kommen da auch zum Teil deswegen unterschiedliche Meinungen dazu. Aber ich glaube, wenn man so ein Gerät der Bestimmung gemäß und wirklich von Leuten, die was von verstehen, vernünftig aufgestellt einsetzt. Es muss eigentlich funktionieren. Müsste gehen, hatten wir auch schon Experten hier, die das eindeutig bestätigt haben.